Ja, dann willkommen zur letzten Vorlesung jetzt hier in Grundlagen der Informationstechnologie. Also nächste Woche ist auch noch mal eine. Das ist dann aber nur mal so Zusammenfassung, Prüfungsvorbesprechung und so weiter. Also das Inhalt sehe ich dann nichts Neues mehr. Ich erzähle Ihnen dann am Ende der heutigen Veranstaltung dann noch mal konkret, was ich mir da überlegt habe. Heute machen wir erstmal mit Python weiter, beziehungsweise schließen das Themengebiet erstmal komplett ab. Inhalt, genau. Also heute geht es mal weiter mit List Comprehensions. Mit List Comprehensions kann man Listen effizient in Python transformieren. Und für eine dieser Aufgaben werde ich wieder hier ein paar grafische Visualisierungen machen. Deswegen einmal wieder diese obere Zelle hier ausführen, um hier matplotlib zu aktivieren, die Plot-Funktion. Und erstmal generell kann man sagen, List Comprehensions, damit können Sie jetzt nichts Neues machen. Also Sie können damit nicht mehr machen, als Sie sowieso schon können. Also Sie kennen ja schon Vorschleifen und If-Bedingungen. Und List Comprehensions sind im Prinzip eine kompakte Art, Listen zu modifizieren ohne dieses If und For. Das heißt, das ist mehr so Geschmackssache, ob man das überhaupt nutzen möchte oder nicht. Ich finde es aber sehr praktisch, weil es spart sehr viel Tipparbeit. Der Nachteil ist, diese List Comprehensions existieren nur in Python. Das heißt, wenn Sie andere Programmiersprachen nehmen, bringen die Ihnen nicht viel. Aber ich möchte Ihnen jetzt mal zeigen, was an denen so schön ist. Und neben List Comprehensions sehen Sie vielleicht ab und zu Beispielcode der Map und Filter verwendet. Diese zwei Funktionen heute findet der Python-Erfinder nicht besonders schön und er wollte sie eigentlich loswerden, aber da gab es sehr viel Protest von anderen Entwicklern, deswegen sind die jetzt halt doch noch drin. Aber ich werde die außen vor lassen, weil List Comprehensions schöner sind. Ja, was kann man denn damit machen? Also, hier ist ja eine Liste aus Zahlen zu sehen und die wollen wir jetzt mal modifizieren. Zuerst mal wollen wir mal diese Zahlen in ihre Absolutwerte umwandeln, also Betrag anwenden, damit die alle positiv werden. Normalerweise würde man das ja so hier machen. Ich sage mal, Zahlen aus ist eine leere Liste und dann für jede Zahl in Zahlen macht das folgende: Zahlen pos Punkt append abs Zahl. Dann gebe ich das aus und Dann gebe ich das aus und Sie sehen, die Zahlen sind positiv und hier hinzugefügt. Das sind jetzt drei Zeilen. Mit einer List Comprehension kann man das kompakt auf eine Zeile schreiben. Und das geht so hier. Erstmal die generelle Syntax ist hier wie dargestellt. Sie machen also auch wieder eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Und anstatt dann so Komma getrennt hier Werte einzugeben, machen Sie das folgende. Sie schreiben dort rein for und in. Also for und in. Und an diesen drei Stellen hier, also da, da und natürlich ganz vorne, müssen jetzt konkrete Sachen herein, die diese List Comprehension definieren. Also das hier ist die normale For-Syntax. Also Sie schreiben mir einfach hin for Zahl in Zahlen. Sie sehen also, das ist exakt das gleiche wie hier, also for Zahl in Zahlen, ja. For Zahl in Zahlen. Und jetzt schreiben Sie links davon hin, also hier. Also dort links davon schreiben Sie jetzt hin, welche Modifikation auf diese Zahlen angewendet werden soll. Das ist jetzt abs-Zahl. Das erzeugt Ihnen eine neue Liste, wo alle Zahlen in ihrem Be wo der Betrag aller Zahlen drin steht. Sie sehen also, es ist im Prinzip diese drei Zeilen hier gekürzt auf eine Zeile. Also ich finde die recht praktisch, ich finde die erhöhen die Lesbarkeit, weil da hat man halt weniger Line-Noise. Also Line-Noise heißt, dass da viel unnötiges Zeug halt wegfällt. Sie brauchen dieses Append nicht. Und es ist alles direkt zentral auf einer Zeile. Also ich finde es erhöht einfach die Übersichtlichkeit. Wie gesagt, ist Geschmackssache. Ich finde die persönlich besser als die normalen Vorschleifen. Und das geht natürlich auch noch mit anderen Sachen. Zum Beispiel, wir haben jetzt hier Abszahl und stattdessen möchte ich jetzt gerne mal die Hexwerte der Absolutwerte der Zahlen. Dann erzeugt ihr mir auch eine Liste draus und gibt mir dann das hier zurück. So, und vielleicht möchte ich da noch das in Großbuchstaben haben. Also mit einem großen A schreibe ich hier dann noch Punkt Upper mit rein. Ja gut, Punkt Upper war ein bisschen schlechtes Beispiel, weil das X natürlich wird dann natürlich auch groß. Müssen wir jetzt noch slicen? Okay, jetzt wird es komplizierter. Zwei Doppelpunkt. Oder machen wir es so, dann sind halt, ist halt dieses Präfix weg. Also, Sie können das halt beliebig modifizieren, was hier steht. Kann natürlich beliebig kompliziert sein. Es muss halt nur eine Anweisung sein. Das ist das Wichtigste.
Ja, und jetzt werde ich meine List Comprehension plotten. Also wir hatten ja oben die Plot-Funktion. Zuerst erzeuge ich mal eine Liste, die geht wieder von minus 5 bis 6. Ganz normal. Ist nichts Neues. So, und jetzt plotte ich das mal. Ja, und jetzt plotte ich das mal. Da können Sie ja sehen, da steigt jetzt hier die Funktion linear an. Das ist klar. So, und jetzt möchte ich gerne mal das Inverse hier plotten. Ich mache also minus x vor x in Funktion. Und Sie sehen jetzt, jetzt habe ich die Werte umgekehrt. Also ich habe für jeden Wert x, wobei eigentlich ist das hier y. Also ja, eigentlich ist y, ich nenne es mal y, das ist weniger verwirrend. Also für jeden Wert y in der Funktion invertiere den Wert. Ja, und dann sehen Sie, geht es abwärts. Oder ich mache mal x Quadrat für jede Funktion, y Quadrat für jede Funktion hier, jeden Wert. Kommt natürlich eine Parabel heraus. Also wir können das halt in diesen Comprehensions sehr elegant hier modifizieren. Und was man auch noch machen kann, ist natürlich Funktionen aufrufen. Angenommen, ich definiere eine Funktion Quadrat. Die gibt einfach das Quadrat der Zahl zurück, also Zahl mal Zahl. Und jetzt plotte ich hier, ich rufe auf die Funktion Quadrat vor y in Funktion. Sie sehen, das funktioniert auch. Ich schiebe es mal hoch, damit es dann nebeneinander ist. Also hier ist das y-Quadrat direkt inlined und hier ist es halt ein Funktionsaufruf. Das ist praktisch, wenn Sie irgendwas haben, was mehr als eine Zeile einnimmt, weil das könnten Sie ja dann nicht hier reinschreiben. Da können Sie es in eine Funktion auslagern und das so hier aufrufen. Ja, und natürlich kann man damit auch Listen aus Listen erzeugen. Mit Listen von Listen haben wir nicht so wirklich gearbeitet, aber was ich jetzt mal mache, ist das Folgende. Ich erzeuge jetzt mal Zahlen von 0 bis 15, also mit Range 16 erzeuge ich jetzt mal Zahlen von 0 bis 15. Jetzt möchte ich gerne mal haben die Zahl selber, den Hexwert der Zahl und den Binärwert der Zahl für Zahl in Zahlen. Und jetzt haben Sie hier quasi eine Umrechnungstabelle erzeugt. Also das Ergebnis besteht jetzt aus einer Liste, die drei Elemente enthält. Einmal die Zahl selber, einmal den Hexwert der Zahl, einmal den Binärwert der Zahl. Und es ist hier eine schöne Umrechnungstabelle. Sie sehen zum Beispiel, die 15 ist ja 0xf, beziehungsweise binär 111. Das heißt, hier kann man sich relativ schnell auch irgendwelche Tabellen zum Nachschlagen oder sowas generieren, wenn man gerade keine zur Hand hat. Python kann man ja im Prinzip auch wie einen Taschenrechner verwenden. Darüber haben wir ja auch mal gesprochen. Und List Comprehensions glänzen bei den Funktionen Any und All. Das habe ich jetzt irgendwie vergessen, vorher einzufügen. Also es gibt noch Any und All. Das sind eingebaute Funktionen. Also Any gibt wahr zurück, wenn eine Bedingung wahr ist. Und All gibt wahr zurück, wenn alle Bedingungen wahr sind. Angenommen, Sie haben irgendeine Liste. Nehmen wir nochmal die von gerade eben, also das hier. So, und ich möchte jetzt mal für jede dieser Zahlen Bedingungen prüfen. Ich sage jetzt mal, Zahl ist größer als 5. Wobei für die Übersichtlichkeit, ich mache die Liste mal kürzer. Mach mal nur Range 10. So, ich gucke jetzt hier Zahl größer 5 vor Zahl in Zahlen. Da erzeugt dem jetzt natürlich eine Wahrheitsliste. Das heißt, diese Bedingung hier ist natürlich falsch für 0, 1, 2, 3, 4 und 5. Und für 6, 7, 8, 9 ist natürlich die Bedingung wahr. Das heißt, damit kann man Bedingungen prüfen. Ich kann auch sowas machen wie Zahl modulo 2 gleich gleich 0. Heißt also, der sagt, gibt mir an, ist die Angabe wahr oder falsch. Das kann ich jetzt mit any kombinieren und mit all. Ich mache erstmal any. Any bedeutet, das ein Listenelement
dass die Bedingung erfüllt, also gibt es mindestens ein Listenelement, das die Bedingung erfüllt? Da kommt ihr zurück, ja, weil es gibt ein Listenelement, was die Bedingung erfüllt. Welches das erfüllt, ist hier irrelevant. Annie prüft nur, gibt es mindestens eins, was wahr ist. Und diese Funktion macht eindeutig nur mit List Comprehension Sinn. Also was anderes da reinzureichen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Eigentlich bringen nur List Comprehensions was. Also ich würde sagen, Any und All wurden extra nur für diese Comprehensions designed. Und wenn ich jetzt mal stattdessen prüfe, gibt es irgendeine Zahl, die kleiner als 0 ist, dann kommt hier False zurück. Warum False? Weil es gibt kein Element, das kleiner als 0 ist. Deswegen gibt hier dann Any False zurück, weil die Bedingung ist für alle falsch. Und dann gibt es noch All, das ist erfüllen alle Listenelemente die Bedingung. Das ist All, auch wieder List Comprehension, zum Beispiel Zahl größer 5, Zahl in Zahlen. Und das ist falsch. Warum ist das falsch? Das ist falsch, weil nicht alle Elemente hier erfüllen die Bedingung. Aber was zum Beispiel wahr ist, ist, sind alle Zahlen größer gleich 0? Dann kommt hier wahr zurück. Also mit Any und All kann man also Bereichsprüfungen machen, wenn man diese mit List Comprehensions kombiniert. Und da die einen Wahrheitswert zurückgeben, kann man die natürlich in einer If-Anweisung verwenden. Das heißt, damit kann man auch wieder recht praktisch halt Dinge überprüfen. So alleinstehend bringt die natürlich nicht viel, aber wenn man die mit einer If-Bedingung kombiniert, ist es natürlich wieder sehr nützlich, um hier so Codefluss zu machen in ihrem Programm. Ja, vielleicht habe ich sie damit hier ein bisschen von List Comprehensions überzeugt, als Alternative zur Vorschleife. Wie gesagt, wem das hier überhaupt nicht zusagt, die Syntax, damit geht genau das gleiche wie mit For and If, also bis auf abgesehen von Any und All. Ja, und jetzt mal noch zum Filtern von Listen. Filtern geht ja generell erstmal so, aber das ist ja schon vorgetippt, das wollte ich eigentlich nicht. Ich tippe es nochmal neu. Ja, also ich möchte jetzt mal eine Liste so filtern, dass nur gerade Zahlen drin sind. Das war auch eine Praktikumsaufgabe in ähnlicher Form. Ich glaube, da ging es um negative Zahlen. Ich habe also einen Zahlenbereich, Range 10 zum Beispiel, und jetzt mache ich eine neue Liste, gerade Zahlen. Dort sollen dann die geraden Zahlen drin stehen. Also vor Zahl in Zahlen. Und dann prüfe ich hier, ist die Zahl gerade? Gerade heißt ja, die hat keinen Rest, wenn man durch 2 dividiert. Dann macht man ja gerade Zahlen. Und dann haben sie hier, und am liebsten würde ich jetzt gerne diese Liste gefiltert haben. Das heißt, ich kopiere die nochmal so hier und gebe die aus. Ja, und jetzt ist die gefiltert. Jetzt sind hier nur noch gerade Zahlen drin. Eventuell ist meine Bedingung komplizierter, dann kann ich die auch noch in eine Funktion auslagern. Das wäre dann das hier. Def ist gerade. Ja, und dann rufe ich auf ist gerade Zahl. Entschuldigung, falsche Stelle. Natürlich nicht dort, sondern hier. Ja, also wenn die Zahl gerade ist, das gibt ja einen Wahrheitswert zurück, dann fügt das hinzu. Also Sie sehen, das sind relativ viele Zeilen Code. Und das werde ich jetzt mal verkürzen mit einer filternden List Comprehension. Also List Comprehensions können auch filtern. Das kombiniert im Prinzip dieses Konstrukt hier, also vor mit einem If drinne. Genau dieses Konstrukt ist mit List Comprehensions auch bildbar, aber nur das. Wenn Sie dann noch was Komplexeres haben, geht das nicht. Also Sie können nur exakt dieses Konstrukt hier nachbauen. Das, was irgendwie komplexer ist, das funktioniert nicht. Aber das ist so ein Konstrukt, das sieht man eigentlich ständig, deswegen reicht das in der Regel auch schon aus. So, hier ist mal die allgemeine Syntax für filternde List Comprehensions. Also erstmal, der Anfang ist exakt identisch. Also das ist exakt wie in der normalen List Comprehension hier. Was neu ist, ist dieses If-Bedingung hier. Also man könnte jetzt ein bisschen streiten, ob die Reihenfolge, wie man die syntaktisch aufschreibt, verwirrend ist. Also eigentlich könnte ja das if vor. Der Grund dafür ist, ich wollte die Liste filtern. Das heißt, und am Ende sollte unter dem gleichen Namen die gefilterte Liste bekannt sein. Also ich habe die dann einfach rüber kopiert. Weil es war mir wichtig, dass am Ende das Ergebnis in variable Zahlen drin steht.
Und ich musste halt eine Zwischenliste verwenden, weil hätte ich hier das schon reingemacht, hätte das ja nicht funktioniert, weil dann hätten sie ja auf der gleichen Liste operiert. Deswegen brauchte ich hier eine Zwischenliste. Ich erzeuge also erstmal wieder diesen Bereich. Ich mache jetzt also mal Range. Was hatten wir? Zahlen ist gleich Range 10. Ja, und jetzt mache ich X vor. Oh, ich mache Zahl vor Zahl in Zahlen. Also das ist erstmal, das macht erstmal gar nichts. Das ist einfach, das kopiert im Prinzip die Liste. Das macht noch gar nichts. Und jetzt mache ich dieses if hier rein. Das if kommt hier hin, if Bedingung, if entweder, was war's? Mod 2 oder, genau, Mod 2. Also if Zahl Mod 2 gleich 0. Ja, und Sie sehen, dieses Konstrukt hier wurde jetzt auf wenige Zeilen zusammengekürzt. Also jetzt, das ursprüngliche war das hier. Okay, das mit dem ist gerade, muss natürlich dort noch mit rein, damit das fairer Vergleich ist. So hier, also Sie sehen, mit der filternden List Comprehension sind es, wenn man nur die reinen Codezeilen ansieht, 5. Also 5 Zeilen. Und wenn man das ohne den Filter macht, sind es halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zeilen. Das heißt, das ist eine kompaktere Art, das zu schreiben. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, findet man das auch relativ lesbar. Also ich finde die Reihenfolge, wie man das lesen soll, ist irgendwie verwirrend, weil die Ausgabevariable ist irgendwie links und nicht rechts. Das hier macht von der Reihenfolge ja irgendwie noch Sinn, aber dass die Ausgabe ganz links ist, finde ich komisch. Die sollte vielleicht eher ganz rechts sein. Ja, aber mit dieser einen Zeile hier können Sie also dieses dreizeilige Konstrukt hier nachbauen. Ja, das war jetzt mal für ist gerade. Ich führe mal noch eine neue Funktion ein, die heißt ist ungerade. Dafür recycle ich einfach mal die ist gerade Funktion. Ich mache also return not ist gerade. Ja, und dann mache ich jetzt einfach so wie oben, also Zahl vor Zahl in Zahlen. Ich muss die erst wieder neu erzeugen. So, und Zahlen ist gleich, jetzt mache ich if ist ungerade Zahl. Und jetzt sind hier nur noch die ungeraden Zahlen drin. Oder auch nicht. X nicht definiert. Ah ja, hier muss Z sein. Ja, und jetzt sind hier nur noch die ungeraden Zahlen drin. Ja, und wenn man es auf die Spitze treiben will, kann man natürlich noch gleichzeitig transformieren und filtern. Angenommen, ich möchte die Quadrate aller ungeraden Zahlen. Dann kann man das so hier schreiben. Jetzt sehen Sie ja hier, das sind jetzt die Quadrate dieser Zahlen, also 3 Quadrat, 5 Quadrat, 7 Quadrat, 9 Quadrat. Heißt, Sie haben es gleichzeitig transformiert und gefiltert. Wie gesagt, das geht mit einer Kombination von einem normalen Vorschleife, mit einer If-Bedingung und einem Append auch. Aber das ist halt einfach eine kompaktere Art, das zu schreiben. Das ist halt so dieser funktionale Programmierstil, den man in Python so hat. Deswegen, das ist halt einfach ein grundlegendes sprachliches Feature von Python. Deswegen wollte ich das hier mal hervorheben, weil das ist die typische Art, wie man das halt programmiert in Python. Dieses for-if-append, das ist, wie man es in vielen anderen Programmiersprachen macht. Das werden Sie auch nochmal nächstes Semester bei mir sehen, wer bei mir prozedurale Programmierung hat. Das betrifft ja nur ein paar Seminargruppen von Ihnen. Da gibt es natürlich dieses List-Comprehension-Konstrukt hier nicht, aber in Python ist es halt vollkommen normal und ist einfach Teil der Sprache. So, und jetzt mal noch ein praktisches Beispiel. Sie erinnern sich vielleicht noch an das Ermitteln des Netzanteils von IP-Adressen. Das liegt jetzt auch schon wieder ein paar Wochen zurück, als wir noch über so OSI-Modelle und so weiter gesprochen haben. Und Sie wissen vielleicht noch, man kann ja bei einer IP-Adresse unterteilen in Netzanteil und Hostanteil. Und jetzt werde ich hier mal ein kleines Python-Programm schreiben, was List Comprehensions verwendet, um halt Netzanteil und Hostanteil zu bestimmen. Die IP-Adresse und die Netzmaske habe ich schon mal vorgegeben. IP ist also 192.168.1.10 und die Netzmaske ist 255.255.255.0. Ja, und Sie wissen ja, das bedeutet, die oberen 24 Bits sind gesetzt.
Heißt also, die oberen 24 Bits sind Netzanteil und die unteren 8 Bits sind Hostanteil. Sie erinnern sich vielleicht noch? Ja, damit wir damit arbeiten können, werden wir jetzt erstmal diese IP in ihre Komponenten zerlegen. Dazu trennen wir diese Zeichenkette am Punkt auf und wandeln diese dann in Zahlen um. Dazu führe ich hier mal eine neue Funktion ein, die heißt Split. Mit Split können Sie Strings in Listen aufsplitten an einem Trennzeichen. Sie sehen, ich habe am Punkt gesplittet und das hat jetzt dafür gesorgt, dass das hier in eine vierelementige Liste zerlegt wurde. Störend ist hier aber noch, dass sie noch Zeichenketten. Deswegen nehme ich jetzt hier eine List Comprehension, um diese Zeichenketten in eine Zahl umzuwandeln. Ich nehme also die Liste, die dieses Split hier erzeugt, und wende dann auf jedes Element einen Integer-Cast an. Dadurch wird es ja eine Ganzzahl. Und dann können Sie sehen, die Liste besteht jetzt aus Zahlen. Also der Unterschied ist jetzt, es wird nicht mehr mit Anführungsstrichen angezeigt, deswegen das sind jetzt Zahlen. Und das gleiche machen wir mit der Maske. Also exakt das gleiche, nur mit den anderen Variablen. Und damit haben wir jetzt hier zwei Listen. Ich gebe das jetzt nochmal kombiniert aus, also IP, Maske, das erzeugt hier ein Tupel. Und natürlich können wir damit jetzt auch diese Werte elegant nach binär konvertieren. Dazu wandle ich mal beides in binär um, wobei Python die führenden Nullen wegwirft. Und da können Sie jetzt schön sehen, das ist jetzt die Binärrepräsentation davon. Also Sie müssen ja einfach wissen, dass jetzt doch noch 7 führende Nullen eigentlich rein müssten, damit das halt 8-Bit werden, weil es sind ja jeweils Oktets, also 8-Bit. Das weiß ja Python nicht. Deswegen fehlen die halt hier. Aber naja, immerhin klappt die Umrechnung. Habe jetzt also diese IP-Adressen hier in ihre Binärversion umgewandelt. Dann wissen Sie ja, was man jetzt machen müsste, ist diese zwei Werte jeweils bitweise unverknüpfen. Und da, wo in der Maske eine 1 ist, schreiben Sie halt die IP-Adresse ab. Und da, wo eine 0 ist in der Maske, das verfällt hier und wird auch 0. Und dann haben Sie ja den Netzanteil. So, um das jetzt zu erreichen, jetzt muss ich ja die beiden also komponentenweise unverknüpfen. Wie geht das? Dazu verwende ich jetzt die SIP-Funktion. Also ich möchte jetzt eine Liste haben, die jeweils die Elemente paart. Also Sie haben ja jetzt 192 mit der 255, die 168 mit der 255, die 1 mit der 255 und die 10 mit der 0. Also das sind jeweils die Blöcke miteinander kombiniert mit dieser SIP-Funktion. Die SIP-Funktion nimmt ja jeweils aus zwei Listen der Reihe nach alle Elemente raus und gruppiert die. Ja, und diese gesippte Gruppe, da mache ich jetzt eine bitweise Unverknüpfung. Bitweises Und, das hatten wir mal vor vielen Wochen im Praktikum. Das bitweise Und ist das kaufmännische Und. Und da haben Sie jetzt also diese Blöcke hier jeweils bitweise unverknüpft. Und da können Sie sehen, der Netzanteil ist 192.168.1.0. Und das passt ja so. Ich join das mal noch. Und da haben Sie jetzt nochmal den Hostanteil als richtige IP-Adresse mit Punkt mithilfe der Join-Funktion. Und auf die gleiche Art könnte man natürlich jetzt auch noch den Hostanteil bestimmen. Der Hostanteil ist ja das, was nicht Netz ist. Das heißt, Sie müssten diese Maske hier einfach invertieren und dann mit der invertierten Maske exakt das gleiche machen. Dann würden Sie dann zurückbekommen 0.0.0.10. Das werde ich jetzt mal nicht zeigen. Das kann der geneigte Zuhörer ja mal versuchen, ob er es zu Hause dann selber hinbekommt. Ja, und dieses Komplexbeispiel schließt jetzt auch List Comprehensions schon ab. Und ich habe jetzt noch so zwei Themen, die ich behandeln möchte. Zum einen Fehlerbehandlung und zum einen Datei-Ein- und Ausgabe. Ja, also Sie hatten das vielleicht schon mal ab und zu, dass Sie sowas hier hatten. Ich sag mal, Name ist gleich Input.
Sag mir eine Zahl. Dann so print, die Zahl lautet Num. Sowas in der Art. Also wenn man dort eine Zahl eingibt, dann funktioniert das. Total super. Ja, und was passiert denn jetzt, wenn man hier einen Buchstaben zum Beispiel eingibt, zum Beispiel A? Dann kommt hier irgendwie ungültiges Literal für int mit Basis 10 groß A. Das heißt, diese int-Funktion hier erzeugt ein Value Error, weil die Eingabe nicht in eine Zahl konvertierbar ist. Das führt dann dazu, dass ihr Programm abstürzt. Das ist natürlich nicht allzu wünschenswert, dass sowas passiert. Deshalb gibt es da sogenannte Fehlerbehandlung. Also Sie sehen hier, dieser Value Error ist eine sogenannte Ausnahme. Ausnahmen werden also erzeugt, wenn ein Fehler auftritt, wenn ein kritischer Fehler auftritt, der nicht behandelt wurde. Und da gibt es halt verschiedene Fehlerklassen, zum Beispiel nehmen wir mal eine Liste. Die hat drei Elemente. Und ich mache List 2, das funktioniert. Und ich mache mal List 3. Da kommt ein Indexfehler mit List Index out of range. Das heißt, das ist eine andere Art von Fehler. Hier wird ein Index-Error erzeugt und hier wird ein Value-Error erzeugt und das Programm abgebrochen. Also alles, was danach kommt, wird nicht ausgeführt. Sie sehen, der Text wird nicht ausgeführt, wird nicht angezeigt, weil ein Error bricht die Programmausführung ab. Das ist natürlich nicht immer erwünscht, weil wenn das Programm abbricht, ja, dann können Sie zum Beispiel von vorne, angenommen, Sie haben irgendeine komplexe Berechnung und dann ist da irgendwo ein Fehler nicht ordentlich behandelt worden und die 2 Stunden Berechnungszeit sind verloren, Sie können von vorne anfangen. Deswegen ist hier so Fehlerbehandlung kritisch. Und das hier ist ja eindeutig ein Fehler, der vom Nutzer verursacht werden kann. Deswegen sollte hier eine Fehlerbehandlung drin sein. Ja, wie behandelt man Fehler? Das geht mit try-except. Und zwar folgendermaßen. Erstmal, hier sehen Sie die allgemeine Syntax. Sie machen try-Doppelpunkt. Dort kommt der Code rein, der den Fehler erzeugen kann. Und dann gibt es noch except. Das ist der Code, der im Fehlerfall ausgeführt wird. Beispiel, wir haben jetzt das hier. So, der Code, der den Fehler erzeugen kann, ist der hier. Der kommt also in try. Und dann mache ich jetzt hier except. Value Error, das heißt, das behandelt nur den Fehler Value Error. Wenn da ein anderer Fehler kommt, zum Beispiel Index Error, wird er nicht abgefangen. Es macht Sinn, dass man möglichst immer nur die Exceptions fängt, die für einen relevant sind. Jetzt mache ich hier Print. Ist keine Zahl. Damit ich aber die Variable habe, muss ich diesen Cast mal um 1 verschieben, also so hier. Und die Textausgabe muss natürlich auch hier rein. So, also was passiert hier jetzt? Und jetzt mache ich mal noch Print. Programm weiter. Das heißt, dieser Text kommt. Jetzt gebe ich mal 1,42, da kommt jetzt. Die Zahl lautet 42, ist klar, und dann kommt, Programm läuft weiter. Das ist jetzt nichts Überraschendes, die Eingabe war gültig, es muss also gehen. Ich mache minus 21, funktioniert auch. Ja, und jetzt gebe ich mal etwas ein, was keine Zahl ist, zum Beispiel a. Jetzt hat er also an dieser Stelle hier eine Ausnahme ausgelöst, ist in den Except-Block gesprungen. Hat den Text A ist keine Zahl ausgegeben und dann lief das Programm weiter. Das ist also Fehlerbehandlung. Der Nutzer gibt eine falsche Zahl ein und ihm wird gesagt, nee,
Das ist keine Zahl. Und dann wird das Programm normal ausgeführt. Das heißt, damit können Sie also Absturzsituationen verhindern, indem Sie halt prüfen, ja, ob zum Beispiel der Nutzer hier eine gültige Eingabe gemacht hat. Das ist so Eingabevalidierung, das sollte man halt eigentlich immer machen. Das haben wir natürlich in den ganzen Praktikumsaufgaben bis jetzt weggelassen, einfach um die Lesbarkeit zu erhöhen. Aber in einem sauber umgesetzten Programm sollten halt solche Fehlerbehandlungen hier drin sein. Ja, ein Nachteil ist hier noch, natürlich, wenn der Nutzer jetzt hier die falsche Zahl eingibt, dann ja, hat er keine Chance mehr, den Fehler zu korrigieren. Deswegen wollen wir jetzt mal noch so machen, dass der Nutzer so lange gefragt wird, bis er eine gültige Zahl eingibt. Wie geht das? Das geht folgendermaßen. Ich nehme den Code von oben und jetzt füge hier mal was Neues ein, das kennen Sie noch nicht. Keyword ist while. Mit while können Sie anfangs geprüfte Schleifen machen, die werden wir nicht weiter behandeln. Wer dann prozedurale Programmierung belegt nächstes Semester, da werden wir auch mal While-Schleifen nochmal genauer uns beschäftigen, weil die dort sinnvoll sind. Aber ich finde diese For-Each-Schleifen, die Python bietet, bieten eigentlich schon alles, was man braucht. Aber hier ist etwas, das lässt sich nur mit While-Schleifen machen. Also eine While-Schleife heißt, führe diese Schleife so lange aus, wie die Bedingung hinter dem While wahr ist. Heißt also, wenn ich hier While true hinschreibe, ist das eine Endlosschleife. Das ist eine Endlosschleife. Kann man ja gut sehen, ich gebe eine Zahl ein und Sie sehen, der fragt mich immer wieder nach Zahlen. Die Schleife bricht also nie ab, auch nicht im Erfolgsfall, ist natürlich nicht wünschenswert. Daher gibt es hier noch ein weiteres Keyword, das ist Break. Break bricht die Schleife ab. Also mit Break können Sie eine Schleife abbrechen. Das While und das Break, das ist das einzige Mal, dass Sie das hier sehen werden, einfach weil das in dem Kontext Sinn macht. So, der Nutzer gibt eine 42 ein. Und die Schleife ist zu Ende. Da ist keine Zahl. Probier es nochmal. So, ich gebe mal keine Zahl ein. A ist keine Zahl. Probier es nochmal. X ist keine Zahl. Probier es nochmal. 42, Enter. Die Zahl lautet 42 und dann das Programm läuft weiter. Hier haben Sie jetzt also eine unendlich lange Nutzereingabe, bis der Nutzer es halt geschafft hat, eine gültige Zahl einzugeben. Das ist also so die typische Art, wie man so Eingabevalidierung beim Nutzer macht. Ja, und das ist eigentlich alles, was man zu Ausnahmen sagen kann. Man kann natürlich noch eigene Ausnahmen erzeugen. Aber das Erstellen von eigenen Ausnahmen, das ist so bräuchte man eigentlich im Kontext von objektorientierter Programmierung. Und objektorientierte Programmierung habe ich ja weggelassen, einfach weil das so den inhaltlichen Rahmen sprengen würde. Weil objektorientierte Programmierung ein recht kompliziertes Problem ist. Das werden wir auch dann erst in prozedurale Programmierung im nächsten Semester machen. Also Sie merken, ich habe das thematisch ziemlich zusammengekürzt alles, damit es hier in 4 Wochen reinpasst. Ja, aber das allerletzte Thema, was ich jetzt Ihnen noch zeigen möchte, kurz, ist Arbeiten mit Dateien. Also der letzte Schwerpunkt. Da möchte ich Ihnen mal kurz zeigen, wie liest man Dateien, wie schreibt man Dateien. Ja, und das war's auch schon. Also es gibt natürlich erstmal zwei Arten von Dateien. Das hatte ich Ihnen ja mal erzählt. Es gibt zum einen Binärdateien und es gibt Textdateien. Binärdateien enthalten ja Byte. Und was dieses Byte bedeutet, ist von der Spezifikation abhängig. Wir hatten ja sowas wie Bildformate oder Audiodateien, wo sie so einen Hexeditor vor sich hatten und sie sollten dann anhand einer Tabelle zum Beispiel schauen, was ist denn an Offset 4? Und dann ist an Offset 4 zum Beispiel die Bildbreite, das ist irgendwie 2 Byte groß. Ja, und dann sollten sie das dort rauslesen und umwandeln mit dem Taschenrechner zum Beispiel, sie erinnern sich vielleicht noch. Ja, und dann gibt es noch Textdateien. Textdateien sind sowas wie dieses Jupyter-Notebook hier, also Sachen, die man einfach menschenlesbar sich angucken kann. Und ich muss sagen, also so Binärdateien mit Python lesen macht eher wenig Spaß, weil die Funktion, um den zwischen den Zahlen hin und her zu konvertieren, das ist nicht allzu schön. Und Sie werden vermutlich, wenn Sie so mit Daten arbeiten, auch immer nur Textdateien haben. Deswegen zeige ich Ihnen mal nur, wie man mit Textdateien arbeitet. Das wird für die meisten Zwecke bei Ihnen vollkommen ausreichend sein. Wer sich doch mal für Binärdateien in dem Kontext interessiert, kann sich das mal noch selber anlesen.
Erstmal wieder zur generellen Syntax. Zum Öffnen einer Datei gibt es die Funktion Open. Und Dateien geben mir natürlich eine bisschen Flexibilität. Das heißt, sie müssen die Werte nicht fest im Programm reinkodieren, sondern sie können halt ihre Algorithmen immer auf irgendwelche anderen Dateien, auf verschiedenste Dateien anwenden. Das Öffnen geht mit Open. Da übergeben Sie zum einen den Dateinamen und den Modus. Der Modus ist, wie hier unten dargestellt, einer der folgenden Buchstaben. Entweder R. R ist Lesen. Also Datei wird zum Lesen geöffnet. Und manche davon kann man auch kombinieren übrigens. Dann gibt es noch W. W heißt, die Datei wird zum Schreiben geöffnet und wenn etwas in der Datei drin war, wird es vorher gelöscht. Das heißt, wenn Sie eine Datei zum Schreiben öffnen, ist sie danach 0 Byte groß. Da müssen Sie also vorsichtig sein. Dann gibt es A. A ist wie W, aber Schreibvorgänge finden am Ende der Datei statt. Das heißt, A ist anhängen, also append. Und B bedeutet, Sie möchten im Binärmodus arbeiten. Das müssen Sie kombinieren, zum Beispiel mit R. Zum Beispiel RB heißt, ich möchte eine Datei lesen, die im Binärmodus, die Binärdaten enthält. Das ist notwendig, weil Python liest im Textmodus Unicode, also UTF-8. Und wenn die Datei kein UTF-8 ist, erzeugt Python einen Fehler, wenn sobald es irgendeinen Byte erwischt, der kein gültiger Codepunkt ist. Das heißt, ohne B liest UTF-8-Dateien Unicode. Und bei B liest es die reinen Bytes und konvertiert nichts. Ja, und das sind natürlich Kürzel. R ist Read, W ist Write, A ist Append und B ist Binary. Also es sind einfach Kürzel für diese Funktionen. Sie merken sich am besten R und W. Das sind die Sachen, die man am häufigsten braucht. Und diese Open-Funktion hier gibt ein sogenanntes Dateihandle zurück. Dateihandle bedeutet, das ist so ein Konzept vom Betriebssystem. Sie haben halt ist im Prinzip eine Zahl und diese Zahl übergeben Sie ans Betriebssystem. Das ist so, nennt sich Dateideskriptor. Zum Beispiel haben dann Deskriptor 5 und Sie sagen dem Betriebssystem, bitte liest auf Deskriptor 5 mir 4 Byte. Also so funktioniert das intern und das macht halt dieses Handle. Und auf diesem Handle können Sie mit verschiedenen Funktionen lesen. Zum einen mit Handle.read und dann, wie viel Sie lesen wollen. Als positive Zahl. Oder Sie machen Handle.readline. Readline liest bis zum Zeilenumbruch bzw. bis zum Dateiende. Wobei hier aufzupassen ist, weil das Readline, da ist der Zeilenumbruch mit drinne. Aber am besten, ich zeige Ihnen das jetzt einfach mal hier am Beispiel. Zuerst mal hier so eine Zelle, die generiert ein paar Dateien. Das einfach mal ausführen, dann werden zwei Dateien erzeugt, einmal Hallo und einmal Zahlen. Und dann sind in diesen beiden Dateien hier bestimmte Werte drin. Ich kann die Dateien ja schon mal aufmachen. Das wäre zum einen die hier, also das ist die Datei Hallo. Und die andere Datei, die erzeugt wurde, ist die Datei Zahlen. Das ist der Anfang von der Fibonacci-Folge. Die Fibonacci-Folge ist die Summe der zwei Vorgängerzahlen, also 1 plus 1 ist 2. 1 plus 2 ist 3, 2 plus 3 ist 5, 5 plus 8 ist 13 und so weiter. Also es ist Fibonacci-Folge. Ja, und mit diesen zwei Dateien werden wir jetzt mal arbeiten und einfach mal daraus Sachen lesen. Und gegen Ende dann nochmal auch schreiben. Und Sie sehen, ich habe das hier, den Dateien halt BS64 drin gemacht und den dann dekodiert. Das ist einfach nur, damit man halt nicht auf den ersten Blick sieht, was in der Datei drin ist. Ja, wie liest man bzw. schreibt man Dateien? Also wie Sie hier oben schon sehen, empfehle ich die Verwendung eines sogenannten Kontextmanagers. Das Problem ist nämlich, diese Dateihandle sind exklusive Ressourcen. Wenn Sie eine Datei zum Schreiben geöffnet haben, dann ist diese Datei gesperrt, bis Sie die wieder zumachen. Also zumindest unter Windows. Ich glaube, bei Linux ist es mit den Dateisperren etwas laxer, aber zumindest unter Windows, wenn Sie eine Datei zum Schreiben offen haben und das Dateihandle nicht schließen, dann sorgt das dafür, dass Sie diese Datei nicht mehr lesen können, bis Sie die Datei manuell zumachen. Heißt also so ein, und manchmal gibt es auch so, dass wenn Sie ein Handle zum Lesen offen haben, manchmal kann man auch nicht zwei Lesehandle aufmachen. Da gibt es dann auch dabei so exklusive Sperren und so weiter. Heißt also, wenn Sie vergessen, die Datei zu schließen, dann kann niemand anderes die Datei lesen und Sie selber auch nicht mehr.
Und der Kontextmanager nimmt ihnen diese Arbeit ab. Der Kontextmanager sorgt dafür, dass die Datei automatisch geschlossen wird, sobald der Kontextmanager-Bereich verlassen wird. Die allgemeine Syntax für einen Kontextmanager ist with. Dann kommt hier open. Ich sag mal, ich möchte die Datei hallo lesen. S Datei. Das heißt also, in diesem with-Block hier, das ist wieder so ein eingerückter Block, ist das Dateihandle auf die Datei hallo im Lesemodus unter dem Namen Datei bekannt. Jetzt mache ich hier mal print Datei.readline und Sie sehen, der hat jetzt dort aus der Datei gelesen. Und wenn ich jetzt nochmal außerhalb des Kontextmanagers versuche von der Datei zu lesen, kommt dort Value Error, Eingabe-Ausgabe-Operation auf geschlossener Datei. Das heißt, sobald Sie den Kontextmanager verlassen, gibt er automatisch diese Ressource an das Betriebssystem zurück. Das heißt, die Datei wird geschlossen. Damit vermeiden Sie halt eine häufige Fehlerquelle, dass die Datei irgendwie offen bleibt. Einfach in den Kontextmanager packen und dann funktioniert das halt einfach. Ja, also das ist die erste Zeile. Ich lese mal noch die zweite Zeile. Und jetzt lese ich noch die dritte Zeile. Also was Ihnen hier jetzt vielleicht auffällt, wobei ich lese mal noch die letzten. Also jetzt ist die Datei ja alle. Ich lese auch mal noch eine Zeile. Also was Ihnen hier vielleicht auffällt, ist das Folgende. Also es sind ja irgendwie Leerräume in den Ausgaben. Das hat folgende Bewandtnis. Also print fügt ja immer einen Zeilenumbruch ein. Und das Readline gibt den Zeilenumbruch aus der Datei auch mit aus. Das heißt, Sie haben einmal den Umbruch, der in dem Readline hier drin ist, also den Readline zurückgibt, und dann gibt Print auch nochmal einen Zeilenumbruch aus. Heißt also, Sie haben hier zwei Umbrüche. Um das Problem zu lösen, das steht hier oben, können Sie Punkt Strip verwenden. Strip entfernt Whitespace, also Zeilenumbrüche, Leerzeichen und so weiter am Stringende und am Stringanfang. Das füge ich jetzt also hier mal noch mit ein. Ich mache also hier Punkt Strip. Da mache ich's und da auch. Jetzt sehen Sie, die Zeilenumbrüche sind weg, weil ich habe die Zeilenumbrüche aus der Datei entfernt. Jetzt ist nur noch der Umbruch von Print drin. So, das ist natürlich wenig elegant, kann man sagen. Man kann dieses Dateihandle auch in einer Schleife verwenden. Also es unterstützt dieses Iterationskonzept. Ich kann nur sagen, for Zeile in Datei, Print Zeile. Und da ist jetzt auch wieder der Zeilenumbruch drin. Und das liest halt Zeile für Zeile. Das macht nur bei Textdateien Sinn, nicht bei Binärdateien. Und natürlich können Sie auch selektiv konkrete Bytes lesen. Ich mache mal Datei.read5. Print, also ich lese 5 Bytes. Dann lese ich 3 Bytes. Dann lese ich nochmal 10 Byte. Der liest jetzt hier also 5 Byte. Dann, als er diese 3 Byte hier gelesen hat, ja, war das hier. Und hier hat er jetzt halt beim Lesen der 10 Bytes einen Zeilenumbruch erwischt. Deswegen wird das halt hier noch direkt als Umbruch angezeigt. Also so können Sie byteweise lesen. Das macht in der Regel nur Sinn, wenn man Binärdateien hat. Und so hier können Sie zeilenweise lesen. Das ist das, was bei Textdateien Sinn macht. Also das für Textdateien und das für Binärdateien. Und das ist eigentlich schon alles, was man so grob sagen kann. Also das sind so die generelle Regeln für das Lesen von Dateien. Sie machen also Readline, um eine Zeile zu lesen, und werfen am besten den Zeilenumbruch weg, weil der stört. Oder Sie nehmen diese Schleife, die bis zum Dateiende liest. Und wenn eine Binärdatei ist, machen Sie das hier. Ja, und jetzt lese ich mal noch aus der Datei Zahlen. Wie gerade eben, also vor Zeile in Datei,
Print Teile.strip. So, und das sind jetzt Zahlen, aber noch als Zeichenkette. So, und jetzt zeige ich doch mal noch kurz den binären Modus. Das ist mal der binäre Modus. Da mache ich einfach mal Print Datei.read. Das sieht halt so aus. Sie sehen, da ist dann so B davor für Binärdaten. Und Sie sehen, Backslash n ist ein Zeilenumbruch. Das ist also die Binärschreibweise für diese Datei. Das ist die Datei im Textmodus. Binär wird halt einfach gar nichts interpretiert, wie man sieht. Und im Textmodus werden halt zum Beispiel Zeilenumbrüche interpretiert. Daher macht es keinen Sinn, Binärdatei im Textmodus zu lesen, weil werden irgendwelche Steuerzeichen zufällig interpretiert und es entsteht einfach nur Chaos. Ja, und jetzt möchte ich gerne mal diese Zahlen hier in eine Liste lesen. Und im Anschluss möchte ich mal noch die Summe dieser Zahlen hier bilden. Dazu lese ich jetzt erstmal, mache ich das mal folgendermaßen. Ich mache jetzt wieder with open Zahlen R S Datei. So, ich lese jetzt meine Liste. Ich mache also Zahlen ist eine leere Liste und jetzt mache ich Zahl vor Zeile in Datei Zahlen.append Zeile. So, das sind noch die Umbrüche drin, das ist hässlich und das sind keine Zahlen, deswegen mache ich Zeile.strip und caste dann, mache dann noch ein Int rundherum, also so hier. So, jetzt ist das eine schöne Liste aus Zahlen. Das geht natürlich auch mit der List Comprehension. Ich mache das nochmal hier, also nochmal diesen BIF-Block. Jetzt sage ich, Zahlen ist gleich int Zeile.strip vor Zeile in Datei. Weil das Ding ist ja durchlaufbar, also iterierbar. Deswegen kann man auch eine List Comprehension nehmen, wie oben. Ist ja genau das gleiche. Oder zum Beispiel, ich möchte nur Zahlen aus dieser Datei haben, weil das jetzt relativ. Ja, das ist relativ hässlich. Moment, if Zeile.strip größer, ich sag mal nur Zahlen, die größer 10 sind, ist das falsch? Achso, ja, Zeile.strip int. Ich meine, das ist vielleicht ein schönes Negativ, das ist vielleicht ein tolles Negativbeispiel. Also dieses Ding hier, das würde ich jetzt nicht mehr als lesbar bezeichnen. Also es gibt mal so einen Schwellwert zwischen, es ist elegant und es ist hässlich. Also das würde ich schon wieder als hässlich bezeichnen. Das hier gibt mir jetzt halt nur noch die Zahlen zurück, die größer als 10 sind. Das würde ich mal noch mit einer normalen Bedingung schreiben, dass es vielleicht lesbarer. So, ich füge mal eine Variable ein. Zahl ist gleich int Zeile.strip. Das mache ich if Zahl größer 10 Zahlen.append Zahl. Also in dem Fall würde ich sagen, das hier enthält zwar mehr Zeilen, aber ich finde es besser lesbar, einfach aus dem Grund, hier müssen Sie halt prinzipbedingt diese Anweisung hier wiederholen, weil man kann halt keine Zwischenvariablen erzeugen und dadurch wird es halt einfach unlesbar, finde ich. Also das finde ich recht unelegant diesmal, da ist in dem Fall die Variante hier irgendwie schöner. Wie immer Geschmackssache, es ist immer so ein, meint man das, meint man das andere. Ich finde, sobald es zu lang wird, sollte man am besten dann doch mehrzeilig arbeiten. Jetzt schreiben wir mal noch eine Datei. Ich nenne die Datei auch mal einfach mal Schreiben. WS-Datei. Und in diese Datei möchte ich reinschreiben, ich sage jetzt mal drei Zahlen, weil ich habe jetzt nur drei Zahlen erzeugt. Ich möchte reinschreiben Hallo Welt und im Anschluss drei Zahlen. So, dann mache ich jetzt mal Datei.write Hallo Welt. Dann vor Zahl in Zahlen. Datei.write, also mit write kann man also schreiben in Dateien. Die Datei muss dazu natürlich zum Schreiben geöffnet sein mit W. So, das geht erstmal nicht, weil das ist keine Zeichenkette, muss also gecastet werden.
Und hier gab es erstmal keinen Fehler. Das ist natürlich gut. Gucken wir doch mal, was da jetzt drin steht. So, also mache ich die Datei einfach wieder auf. So, vor Zeile in Datei, print Zeile.strip. Ja, also hier ist jetzt das Problem. Irgendwie ist alles auf einer Zeile. Das liegt einfach daran, dass Write fügt keine Zeilenumbrüche ein. Das heißt, wir müssen noch Zeilenumbrüche einfügen. Das heißt, an beiden Stellen muss noch ein Zeilenumbruch rein. Das heißt also, hier schreiben wir es einfach so hier. Und hier verwende ich einfach einen F-String, damit ich den Zeilenumbruch dort schön reinbekomme. So hier. Und wenn ich das jetzt ausführe, ist es genauso geschrieben, wie ich es wollte. Hallo Welt. Gefolgt von jeweils ja, drei Zahlen. Ja, also da jetzt ja eh noch ein bisschen Zeit ist, zeige ich Ihnen mal jetzt noch fix, wie legt man Ordner an. So, hier ist gerade die Frage, warum einmal F-String und einmal nicht. Also ein F-String nimmt man ja nur, wenn man irgendeine Variable hat, die man ersetzen möchte. Also Sie haben ja hier zum Beispiel, hier ist ja nur Hallo Welt und der Umbruch, also da ist ja nichts, was man ersetzen will. Und hier ist ja eine Variable drin, diese Zahl, die ich ersetzen möchte. Sie können natürlich hier trotzdem F davor schreiben, das macht keinen Unterschied, also das geht trotzdem. Aber hat halt keinen Nutzen, weil dort ist ja nichts, was umgewandelt wird oder sowas. Deswegen halt ohne F. F braucht man ja immer nur, wenn man ja was substituieren will. Für so Sachen wie Ordner erstellen gibt es das Modul OS. Zum Beispiel os.mkdir-Ordner erzeugt einen Ordner. Jetzt habe ich halt einen Ordner erzeugt. Ah ja, und jetzt sagt ihr mir auch, die Datei existiert bereits. Genau, und was Sie vielleicht noch nicht kannten, mit Tabulator kann man ja Autovervollständigen machen. Ich glaube, das geht beim Online-Jupyter aber nicht so gut, das geht nur offline. Sie machen also OS, da gibt es hier so verschiedene Sachen, Change Mode, Change Root und alles Mögliche, was OS so hat. OS sind so betriebssystemnahe Funktionen. Sie sehen, da gibt es hunderte von den Dingern. Und auch viele Konstanten. Also das ist halt betriebssystemnah. Viele der Sachen hier sind plattformabhängig. Das heißt, die gibt es teilweise auch nur unter Linux zum Beispiel. Ja, und zum Löschen von Ordnern gibt es natürlich rmdir. Das heißt, rmdir macht den Ordner auch wieder weg. Also mkdir anlegen, rmdir löschen. Und Dateien löschen geht mit os.anlink. Warum anlink? Ich lösche mal die Datei schreiben. Wenn ich das hier nochmal ausführe, sehen Sie, die Datei ist weg. Warum anlink? Das liegt daran, der Betriebssystemaufruf unter Linux heißt halt anlink. Wobei dann nicht auf den Linux stammt, das hat historische Gründe, es ist ja POSIX-basiert, ist also schon uralt. Und Sie haben ja bei jeder Datei, wenn Sie so ls-l machen, gibt es ja einen Linkzähler. Und jede Datei kann ja mehrere Verweise haben, also unter verschiedenen Dateinamen bekannt sein. Und jedes Mal, wenn Sie die Datei löschen, wird der Linkzähler 1 verringert. Deswegen anlink, weil Sie entfernen den Link und der Linkzähler sinkt. Und wenn Sie halt, wenn dieser Wenn der Linkzähler 0 ist, dann hat die Datei ja keine Verweise mehr und gilt als gelöscht. Deswegen heißt es halt Unlink. Könnte man jetzt streiten, ob das vielleicht eine schlechte Idee ist, das Unlink zu nennen, warum man es nicht Delete nennt oder sowas. Ist halt so. Historische Gründe und Python hat das halt übernommen. Vermutlich, um es den Nutzern dann nicht so unnötig schwer zu machen, umzusteigen, die so von C kommen. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende von diesem Jupyter Notebook. Und das schließt dann also so thematisch Python ab. So, was Sie hier auch noch bei Vorlesung 14 finden, das Bonus reingemacht. Also dieser Bonus, das enthält so ein paar Sachen, wie man noch so Datenauswertung mit Python macht. Das ist jetzt nichts mehr, was zu dem Modul hier gehört, aber das Notebook ist halt schon da. Wen das interessiert, der kann ja mal selbstständig dieses Notebook hier durcharbeiten. Beziehungsweise gibt es ja auch noch ein Video dazu, das hatte ich letztes Jahr behandelt, so als Bonusveranstaltung. Da können Sie auch das Vorlesungsvideo vom letzten Jahr dazu suchen, angucken. Das ist irgendwie echt so der Vorteil an diesem ganzen Corona-Zeug, dass es Videos von allem gibt. Da haben Sie dann halt hier mal so ein Beispiel, wie man so Datenauswertung mit
Python noch machen kann, das ist recht kompliziert von der Syntax, tausend, hunderte neue Funktionen und so weiter. Habe ich einfach mal durchgespielt. Also wenn das irgendwie interessieren sollte, dann kannst du einfach mal hier durchspielen, wenn es interessiert. Da finden sich hier so ein paar Auswertungen, ist ähnlich zu SQL. Und gegen Ende noch so ein paar Sachen, wie man plotten kann. Also ist vielleicht, wenn man Daten auswerten will, recht interessant, fand ich aber inhaltlich zu kompliziert für die Vorlesung. Also wen ich einfach für Python begeistern konnte in den letzten Wochen. Sie können ja mal auf dieses Notebook hier durchgucken. Ja, und jetzt noch, was ich nächste Woche vorhabe. Also nächste Woche kommen erstmal keine neuen Inhalte mehr. Das ist so Prüfungsvorbesprechung, könnte man sagen. Und was ich bitte machen, ist das Folgende. Hier bei Kommunikation habe ich so einen Punkt Fragen für die letzte Vorlesung. Falls Sie nochmal irgendein Thema haben, also konkrete Fragen bitte stellen, nicht irgendwie so allgemein. Ich möchte nochmal was zu Linux hören. Das ist zu allgemein, das bringt mir nichts. Also bitte so konkrete Fragen, die man so in 1, 2 Minuten besprechen kann, vielleicht auch 3, 4 Minuten. Einfach mal hier hinschreiben. Ich habe das Formular auf anonym gestellt. Das heißt, der Name dürfte nicht angezeigt werden. Ich habe es nicht ausprobiert, aber theoretisch dürfte Ihr Name nicht angezeigt werden. Das heißt, falls Sie mal irgendwelche Sachen haben, ich poste mal den Link in den Chat. Falls Sie irgendwelche Themen haben, die wir in der letzten Veranstaltung nochmal durchsprechen wollen, irgendwelche konkreten Aufgaben, einfach mal dort bitte mal reinschreiben. Ich trage dann die ganzen Fragen zusammen und spreche die dann nochmal mit Ihnen nächste Woche durch. Heißt also, wenn hier keine Fragen kommen, dann wird die Veranstaltung morgen relativ kurz, wird die Veranstaltung einer Woche relativ kurz. Sie können also diesmal den Inhalt der Vorlesung gestalten. Und zudem werde ich vermutlich dann auch die Evaluierungsbögen bekommen. Da wurden ein paar von Ihnen zur Evaluierung aufgerufen. Die werde ich mir dann auch mal noch anschauen und mit Ihnen zusammen auswerten. Dann war es das da eigentlich auch schon inhaltlich. Das war es jetzt eigentlich von meiner Seite. Sie merken, heute ist endlich mal wieder ein nicht so trostloser Tag, weil wir haben jetzt ja schon, ich glaube, das allererste Mal seit 2 Monaten oder sowas, dass die Winkelkatze es durchgehalten hat, durchgängig zu winken, weil heute strahlt echt mal die Sonne. Die letzten Wochen war es irgendwie immer sehr deprimierend am Freitag, aber heute ist mal gutes Wetter. Ja, wenn es keine Fragen gibt, dann nochmal der Hinweis, nächste Woche im Praktikum machen wir ja bei allen Probeklausuren. Also das wird inhaltlich, werden da nicht allzu viele Prüfungsfragen sein. Ich werde halt eine Mini-Prüfung machen, die geht vielleicht eine halbe Stunde oder sowas. Und wir machen da ja mal alles durch, also ausweisen am Anfang, Prüfung schreiben und abgeben, damit sie das alles einmal durchgespielt haben in jeder Praktikumsgruppe. Daher bitte möglichst beim Praktikum dabei sein. Und ja, anscheinend gibt es ja sonst keine Fragen. Da wünsche ich Ihnen mal ein schönes Wochenende und dann bis nächste Woche.